Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Voyager The Talk Show. Wieder mit dabei mein Co-Moderator Lutz. Hallo. Und ich glaube, heute behandeln wir einer von uns seinen übelsten Lieblingsepisoden in Voyager. Endlich mal was Vernünftiges. Hey, cool. Dann ist es Zeit für Rebellion Alpha. Yay. Bam, 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 bam. Ja, Rebellion Alpha. Rebellier doch hier nicht so, meine Güte. Also erstmal kurz, um was geht in Rebellion Alpha? B'Elanna durchsucht mal wieder irgendwelche Speicher der Voyager, räumt auf, was auch immer, whatever. Und findet dabei einen alten Holoroman von Tuvok, den er am Anfang, wo die Maquis noch beim Schiff waren, geschrieben hat, als Trainingsprogramm für, falls die der Maquis rebellieren sollte. Denn in dem Programm geht es darum, dass Janeway wegfliegt und Chakotay eine Rebellion auf der Voyager startet. So, das Problem, es spielen halt sehr viele Leute und dann wird es auch mal in der Besprechung bei der Voyager angesprochen von Captain Janeway. Das Problem ist bloß, Tuvok hat diesen Roman nie zu Ende geschrieben. Jetzt beharrt natürlich die Crew darauf, ihn zu Ende zu schreiben. Tom Paris meldet sich freiwillig. Der Tuvok ist nicht will, dass es zu Ende geschrieben wird, hilft ihm aber dann doch. Und als Tuvok die Schriftstelldatei öffnet, kommt eine alte Bekannte zum Vorschein, die wäre... Seska. Richtig, denn sie hat das Programm mal geärgert, damit Tuvok zu ärgern erstellt, umgeändert. So, dass es jetzt alles real ist. Das heißt, die Sicherheitsprotokolle sind abgeschaltet und die Charaktere anders so. Jetzt versucht Janeway und B'Elanna von außen halb, denen ein bisschen zu helfen. Schaffen es natürlich auch, wer hätte es gedacht, weil wir sind ja in der dritten Staffel. Und ja, haben dann das sozusagen beendet. Und ja, es ist auch eine meiner Lieblingsepisoden, weil das einfach richtig Spaß macht zu gucken. Ja. So. Und es tut mir immer wieder ein bisschen leid, dass man nicht mehr solche Episoden hat. Ich mag einfach Episoden, die auf dem Holodeck spielen. Ich sag bloß Captain Proton, Kaltikas Braut, ne? Fairhaven. Ja, Fairhaven fand ich wenig langweilig, wenn ich ehrlich bin. Das ging. Fairhaven war nicht so meine Strecke. Ja. Gibst du. Ja, aber das sind eigentlich immer ganz nette Episoden auf Holodecks, wenn ich ehrlich bin, da gebe ich dort recht. Wie zum Beispiel auch das Vix aus Deep Space Nine. Nicht Vix, ja, sondern Vix. Fontaine. Das, Vix sein Lounge fand ich auch cool. Bloß ich muss ganz ehrlich sagen, es hat einen negativen, einen negativen Aspekt bei letzte Deep Space Nine Folge und so. Ja, aber ich fand auch die geil, wo die dort den gerettet haben, weißt du, diese Folge. Die war echt gut. Die war richtig gut. Ja, ohne Frage. Das war auch eine von meinen Lieblings-Deep Space Nine Folgen, weil ich finde das immer noch so cool, wie die da auf Vic seiner Couch sitzen und dann Scheiße, wir brauchen noch einen Mann. Aber wir haben keinen. Dann kam Captain Sisko rein. Ich liebe diese Szene. Brauchen sie noch einen Mann? oder ja. Wo sie dann alle da ins, mit ihren Anzügen und den Kleidern dann hoch ins Quarks gehen. Das sieht auch so eine geile Szene zu Holodeck und alle Bus gucken. Aber gut, gehen wir mal zurück zu Voyager. Ja. Nee, ich mag die Episode. Ich habe mich schon mal gefragt, ob wegen der Episode dann Tom Paris angefangen hat, Captain Proton zu schreiben. Weil du hattest vorher noch nie so gehört, dass er sich für Holodeck-Romane als solches interessiert. Und auf einmal kommt er dann damit an in der fünften Staffel. Und als solches müsste man ganz ehrlich sagen, es ist ein Aspekt vom Voyager, der total verloren gegangen ist, dass ja eigentlich der Maquis mal, naja, nicht so gut Kumpel mit der Föderation war, nicht wahr? Es ist stimmt. Eine schöne Was wäre, wenn? Genau, was Mission, wäre, jetzt schon wenn sagen, der Maquis doch die dann doch mal so einen Plan hätte, die Voyager zu kapern, sage ich jetzt mal. Wobei ich sagen muss, ich finde das hier schlimm, wie die beim deutschen Star Trek Index hier wieder mal gerade wird. Die hat nur 5 von 6 Punkten in der Wertung. Die ist schlechter wie der Kriegsherr. Ja. Okay. Denn der Kriegsherr hatte volle Punktzahl. Hier wird die Spannung
Ne, der Kriegsherr hatte 4 von 6 sogar. Irgendeine Folge, die. Ach ja, die Raumverzerrung war es. Die hätte auch 6 von 6. Die ist besser wie die Raumverzerrung. Spannung ist bloß 5 von 6 hier vergeben worden. Special Effects sogar nur 4 von 6. Was ich nicht verstehe. Ich auch nicht. Ich will ganz ehrlich sagen, da war ein bisschen sogar ein bisschen schlechter. Und Handlung bloß 5 von 6. So, jetzt muss man sich mal fragen, warum? Special Effects waren doch da. Das ganze Holodeck ist ein Special, ein riesen Special Effect. Pass auf, die haben sich aufgeregt, dass du niemals wirklich das Shuttle von außen gesehen hast, dass die Voyager gegen das Shuttle kämpft und so, und gegen die Wiesni Kataki, glaube ich, ne, die dann Janeway und Paris geholt haben. Glaub diese Aliens, die sie da besucht haben. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber letzten Endes ist es ein Holodeck. Das heißt, es ist alles eine Simulation. Das heißt, du brauchst keine Außenshots. Weil das sind nur zwei Hologramme, die gegeneinander kämpfen. Und ich frage mich auch zu bezweifeln, dass ein Holodeck sowas generieren kann, solch riesige Außenaufnahmen. Es wäre ein bisschen doof, wenn du das so machen würdest. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach, verstehe ich nicht, weil ich finde die Episode um Weiten besser wie die Raumverzerrung. Boah, nicht ja, aber. Weil ich finde halt das auch mal cool, in so eine Episode gibt es halt, weil da wird mal wieder gezeigt, wie unterhalten sich die Leute auf so einem Raumschiff. Ja, ist gut, du bist zwar mit, ja, aber guck mal, wie jetzt, die Voyager war ja auf 5 Jahresmission ausgelegt. Ja. So, das heißt, 5 Jahre treibst du da durchs All. Und hast ja nicht wirklich, wenn du zum Beispiel abgelegene Gebiete entdeckst, kannst du nicht an eine Sternbasis rankommen. Deswegen ist ja 5 Jahre. Dass halt 5 Jahre auch auskommen mit ihren Vorräten und so weiter. Ja, das Problem ist, dass es, man muss, ja, beschäftige dich mal. Du kannst ja mit deinen, du hast deinen Dienst. Du hast deine Freunde, aber trotzdem, du willst dich auch was anderes beschäftigen. Und da finde ich so eine Holodex eigentlich eine richtig geile Erfindung. Das sind wie für uns diese Computer halt nur noch cooler. Und es ist sowieso dann noch eine Sache. Die haben doch eh kein Fernsehen mehr zum Beispiel. Ja. Gut, bis auf Tom da sein Replikat, aber als solches, es ist auch. Es und ist Computer zum Zocken Einblick, haben sie auch nicht. Es ist ein sehr schöner Einblick in im Allgemeinen, nicht nur auf dem Schiff, sondern auch im Allgemeinen, wie sich die Leute unterhalten können. Ich kann mir schon schwer vorstellen, dass die noch VR-Brillen und sowas haben, aber na gut. Derberg, ich muss sagen, ganz ehrlich, so ein Holodeck, das wäre schon geil, ne, in Real Life. Würde ich feiern. Obwohl ich sagen muss, ja, ich halte es für realistischer, dass du solche Holodecks hast, wie da diese bei Equinox, diese komischen kleinen runden Dinger, die sie sich da an den Hals klatschen. Aber ich finde so ein Holodeck wie bei Voyager und so viel cooler. Es mag sein, aber es ist. Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass du in deiner Wohnung einfach nur einen Raum hast mit holographischen Emittern wie das Holodeck, weißt du? Why not? Oder weil so eine Art. Enorme Platzverschwendung. Naja, warum? Oder so eine Art wie so eine Art Kino halt, nur mit diesen Seelen halt, die du buchen kannst. Ja, gut, okay, so was das kannst würde du funktionieren, auch aber ich gehe jetzt mal aus dem Aspekt eines Gamers herein, Computerspiele und sowas. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du als Gamer dir einen Raum holst, den Ausgleich. Stell dir jetzt mal ganz kurz vor, du kennst ja meine Bude, wie klein die ist und wie vollgestellt die ist. Ja. Stell dir mal ganz kurz vor, ich stelle hier einen holographischen Emitter hin. Aua. Ich würde nur über meine Kisten fliegen, wo die Raumschiffsammlung drin ist zum Beispiel. Deswegen, wenn du ein Holodeck schon nutzt, und das ist ja eigentlich auch bei uns mit VR so, du brauchst schon einen ganz großen Raum. Gut, VR ist jetzt wieder was anderes, weil du brauchst noch einen großen Raum für die Erkennung und sowas, ja. Aber du brauchst einen großen Raum, um dieses, wo auch immer du dich hineinbegibst, zu generieren. Und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass ein Holodeck in der Lage ist, oder besser gesagt, holographischen Emitter, Kisten und Möbel und sowas zu kompensieren. Ich denke mal, das würde dann einfach in die Welt projiziert werden. Ja, gut. Deswegen. Oder du sagst, wenn du jetzt einen Keller hast oder sowas, dann kannst du halt sowas auch noch machen. Ja, richtig. Aber wie gesagt, du brauchst halt einen richtig großen Raum. Wenn du so wie ich hier nur in so einer Mietwohnung wohnst, mit einem Keller, der eh auch bis oben hin zugestellt ist. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das so unbedingt realistisch aber ist, ein riesiges Holodeck zu haben. Auf dem Raumschiff vielleicht? Aber privat. Aber stell dir jetzt mal vor, aber sowas wie so eine Art Kino, wo du es dann vermietest, die Räume, das würde auch gar nicht funktionieren. Ja, das würde funktionieren, ohne Frage. Aber es ist halt, mir ging es jetzt wirklich mal um Privathaushälter. Ja, nee. Wir haben mir die Frage schon öfters mal gestellt. Da kannst du nur sowas wie wir haben ja ein Haus, wo ich wohne. Da geht das alles.
Weil. Zum Beispiel könntest du die altmodischen Garagen dann umbauen. Ja, sowas zum Beispiel, oder wisst Nein, schon. aber es ist halt ein Aspekt gewesen, damals, als Data rausgehauen hat, dass das Fernsehen 2044 aufhört zu existieren, da war immer für mich die Frage, wie unterhalten die sich? Und es ist offensichtlich 2044 schon? 2044, ja. Ist Ich ja muss echt bald, ne? jetzt mal ganz, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich halte das sogar für realistisch. Mit solchen Sachen wie Netflix und Amazon Prime, die jetzt immer stärker werden, ist es für mich wirklich realistisch, dass du Fernsehen als solches nicht mehr hast, dass im Fernsehen nur noch Nachrichten und sowas laufen. Ja, sowas halt, ne? Ja, ich kann mir jetzt nicht vor, also ganz ehrlich, vor allen Dingen, wenn ich mir das angucke, die Öffentlich-Rechtlichen sind sowieso nur Nachrichten mittags, nachmittags und bringen dann hier ihre komischen Tierserien und manchmal auch Dokumentation. Und die Privaten, die wiederholen noch andauernd bloß eine Serie nach der anderen, eine Staffel nach der anderen. Ganz ehrlich, die Zeichen, dass das so langsam ausstirbt, finde ich persönlich, sind Die jetzt schon sind zu schon sehen. da, ja, das stimmt. Aber Und die. es ist auch noch ein ganz anderer Aspekt da. Es dauert ewig, bis bestimmte Serien übersetzt werden. Sowas wie Game of Thrones oder The Walking Dead und so. Das dauert auch eine Weile, bis das übersetzt ist. Und im Internet kriegst du es halt schneller. Ist dann zwar Englisch, vielleicht mit Untertiteln, aber du kriegst es schneller. Kriegst du auch, ja. Die. Wie gesagt, ich halte es für realistisch, dass du irgendwann andere Wege der Unterhaltung hast. Und da finde ich halt so eine Episode, um mal wieder zu der Episode zurückgekommen, Ja. wieder sowas echt geil, dass man auch mal sieht, wie die so leben auf einem Raumschiff. Nicht mehr so, oh, wir kämpfen Mission. Und dann, wie leben die auf so einem Und Raumschiff? es ist auch ein Aspekt im Voyager, der verloren gegangen ist, dieser Konflikt zwischen dem Maquis und der Föderation. Was im Übrigen für mich auch immer wieder Manko ist für einen Voyager, weil ich habe es vorhin geguckt, als ich meine Episodentitel rausgesucht habe. Du hast schon in der 10. Episode der gesamten Serie gehört, dass die Föderation und der Maquis zusammenwachsen. Und das ist ein Punkt, den halte ich erstens für unrealistisch und zweitens, sie haben uns einen Konflikt zwischen den Crews versprochen. Der ist schon am Ende der ersten Staffel gelöst worden mit der Episode hier mit den vier Besatzungs- oder fünf Besatzungsmitglieder. Nee, vier Besatzungsmitglieder, die Tuvok dann trainieren sollte. Ja, Ab da ist der Konflikt beendet worden. Und das, ey, es war ein Versprechen, dass wir sowas bekommen. Und wir kriegen jetzt sowas nur noch eben durch Rebellion Alpha. Was ich richtig cool fand, sogar extrem. So was wäre, wenn Geschichte. Und in der 7. Staffel, wo die von diesen Bajoraner da manipuliert worden sind. Genau, ja, die inne. Ja. Das war's Weiß dann ich nicht, den eigentlich. Titel. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, das ist eine der ganz großen Mankos für mich mit Voyager. Aber ich glaube, da gehe ich mal in einem Video, was ich mache, näher drauf ein, weil das Marquis-Problem ist für mich ziemlich weit oben, muss ich ehrlich so sagen. Ja, kommen wir mal, denke ich mal, abschließend zu Rebellion Alpha. Ja, das ist halt das Problem, weil wir beide die Episode total feiern, können wir jetzt eigentlich nichts Negatives groß zu sagen. Denn sie ist rein positiv für mich jedenfalls. Ja, mir würde es jetzt auch schwer fallen, da was Negatives zu finden. Vielleicht das Ende, dass Seska so einfach auf das Phaser-Gewehr reingefallen ist, weil Tuvok ganz Ja. offensichtlich da hinten auf diesen Knöpfen rumgetippt hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Janeway, ihr, vielleicht gelingt es mir, Seska zu überschreiben. Das Ist ein ja. bisschen, aber ganz ehrlich, ansonsten mochte ich einfach die Episode zu viel, dass ich mir sage, ach komm, bist du scheiß drauf. Ja, so ungefähr. Also, Fazit, denke ich mal, von uns beiden ist, die Episode ist echt empfehlenswert. Richtig, Ist absolut. richtig gut gemacht Richtig. und man sieht ja nicht mal, wie die auch im Raumschiff so leben. Was jetzt mir gerade durch den Kopf geht, ist das nicht auch das allererste Mal, dass man das First Contact Phaser-Gewehr, also das vom ersten Kontakt, dieses kleinere sieht? Bei auf der Voyager, sonst hatten die doch immer bloß ihre dicken, fetten Kompressionsgewehre. Ja, das kann gut Ich weiß es sein. jetzt gerade nicht, aber Ich ich glaube, auch da ist nicht. das allererste Mal im Voyager aufgetaucht. Scorpion weiß ich hundertprozentig, ab da hatten sie es dann genutzt. Ein paar Episoden lang. Goodie. Müsste man mal gucken, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, damit können wir auch schon Rebellion Alpha wieder abschließen. Und wir kommen dann das nächste Mal zu Lutz seiner nächsten Episode, die er nicht mag. Ja. Er freut sich schon drauf. Und. Nicht sonderlich. Nicht sonderlich. Über die Episode weiß ich nämlich nicht viel, was wir da sagen sollen, weil.
Und naja, mal gucken. Ich bedanke mich aber erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschaußen.